dass alles gleich sein soll, das möchte ich nicht. Hallo Leute, ich bin's wieder, euer Reiseführer durch die komplizierte Welt des philosophischen Denkens mit der Folge Nummer 6 der munteren Trilogie Abstraktionen, Nominalismus, Sprachkritik auf dem Gleichsatzkanal. Wir sind bei der Nummer 30 angekommen. Immer noch dabei, den Wert, die Bedeutung, die Wichtigkeit der Sprache für das Denken deutlich zu machen. Und in diesem Sinne heißt es hier, mit einem Begriff meinen wir nichts weiter als eine Klasse von Operationen. Der Begriff ist bedeutungsgleich mit der entsprechenden, muss das heißen, Klasse von Operationen. Hier sind wir im direkten Anschluss zu der schon besprochenen Nummer 29, die Fingerbewegungen sind zu kompliziert. Dann verweise ich auf ein paar Nummern zuvor, die Nummer 25. Es gibt nirgends etwas wie Graben oder Gehen, es gibt nur unzählige Bewegungen oder Handlungsdifferenziale, die wir nach dem Zweck der Handlungen, also es ist der Zweck, der dahinter steht, wenn es heißt graben oder gehen, das, worauf jemand es abgesehen hat. Und hier heißt es die Operationen, oder man könnte ja sagen die Funktionen, die hinter so einer, wie man früher meinte, Definition eines Begriffes stecken, aber eine Definition im Sinne einer objektivistischen Definition, dass etwas nur so sein kann und nicht anders, das ist natürlich Schnee von gestern, weil es keinen Gegenstand gibt, der sich nicht in irgendeiner anderen Hinsicht für einen anderen Zweck gebrauchen ließe. Genauso ist es mit den Wörtern, die sind nicht nur auf eine einzige Sache und sonst keine anwendbar. Es ist eine Arbeitsersparnis, eine Erleichterung, so einen Begriff, auch einen Allgemeinbegriff zu haben, um jetzt irgendein Vorhaben in die sogenannte Tat umzusetzen, um sich zu verständigen mit Mithelfern und so weiter. Aber das ist alles nur praktisch. Diese Begriffe haben keinen Erkenntniswert in einem objektivistischen Sinn. Es geht dabei nicht um ein Wissen an sich oder derlei Vorstellungen. Es ist alles nur eine Technik. Die Sprache erfüllt Funktionen oder eben Operationen. Es handelt sich hier um eine Aktivität, einen Akt, eine Handlung. Ist weit entfernt das Ganze, wie das in der klassischen Auffassung von Objektivitäten und Subjektivitäten der Fall war, entfernt da ist, dass es sich um eine Theorie handelt.
die Abstraktion ist der Inbegriff der Theorien. Das Abstrakte ist das, was mit der Realität nichts zu tun hat. Pusteblume. Abstraktion heißt Sprache und Sprache ist eine Aktivität, genauso wie das Denken eine Aktivität ist, die, um etwas zustande zu bringen, in nicht wenigen Fällen unentbehrliches Hilfsmittel ist. Wir schreiten weiter zur Nummer 31. Es ist ein komplizierter logischer Vorgang. Das war das Beispiel, das ich schon mal erwähnt habe. War mir aber zu der Zeit, in dem ich das angesprochen habe, nicht wirklich bewusst, dass da eine Nummer existiert. Aber egal. Es ist ein komplizierter logischer Vorgang, dieses Obwohl, und wenn man da wollte, wenn jemand Interesse hätte, das genauer zu untersuchen, dann würde man nicht glauben, was nicht alles seiner Selbstverständlichkeit entkleidet würde. Und dann schaut es nämlich mit der sogenannten Kommunikation gar nicht mehr so gut aus. Da müsste man dann annehmen, dass alle möglichen Verständigungen und Übereinkünfte im Grunde genommen auf Illusionen beruhen. Und zwar auf der Illusion dessen zu glauben, jemand anderer versteht unter einem Begriff dasselbe wie einer selbst. Ich vergreife mich im Ton, stelle gerade fest, dass ich mich im Ton vergreife. Also im Ton dergestalt, dass das Ganze etwas zu laut ist und ich befürchte, zu übersteuern. Mein Publikum möge mir das nachsehen und ich hoffe, mit der Nummer 501 wieder so ein Vorläufer, der aus der späteren Sortierung herausgeflogen ist und quasi an prominenter Stelle, möchte man sprechen, zwischen der Nummer 31 und 32 ein sogenanntes Gespensterdasein führt. Von Levi's hat es, glaube ich, mal eine Jeans gegeben mit der Nummer 501. Von der ist hier aber nicht Wups die Rede, sondern von Richard Hönigswald und seinen Grundproblemen der Wissenschaftstheorie schon mal angeführt. Es ist hier nicht nur Nominalismus, Sprachkritik, Abstraktionen, sondern wir haben es hier auch mit Erkenntnistheorie, Wissenschaftstheorie, Psychologie, you name it, allem Möglichen. Hönigswald schreibt, so zeigt denn die gesamte Sachlage einen Beziehungsreichtum, dem kein vereinzelter Terminus gewachsen ist. Was soll das heißen? Soll heißen, wenn von Beziehung die Rede ist, dann hören wir gleich Relation gleich Relativierung. Und in Bezug stehen. Dass etwas immer in Bezug stehend eine Bedeutung hat, sinnvoll ist, nützlich ist. Etwas, das in keinem Bezug steht, in keinem Zusammenhang, ist auch im Grunde genommen uninteressant. Weil es eben in keinem Zusammenhang, weil es eben diese Art von Abstraktion ist, die man glaubte,
zum Zwecke der objektivistischen Definition gebrauchen zu können. Hume hat es zu seiner Zeit die Methode der isolierten Abstraktion bezeichnet, also Abstraktionen, die in keinem Zusammenhang mit der sogenannten Realität stehen, der zwar behauptet ist, aber die nur in, wo Wörter nur wieder mit Wörtern in Beziehung stehen. Aber der entscheidende Bezug zu dem, was jetzt außerbegrifflich da in Frage steht, dem, was die Phänomenologen das Etwas nennen, das irrationale Etwas, und ich sage da lieber irgendetwas dazu, weil es eben in keinster Weise, weil etwas schon fast wieder eine Definition wäre, als Unbekanntes, nicht einmal als sinnliches Datum, sondern eben die Dinge an sich, wie sie von niemandem, zumindest von keinem Menschen und auch wenn von irgendeinem Außerirdischen dann wahrgenommen werden könnten, dann auch wieder nur auf außerirdisch wahrgenommen werden, sprich, dass dann ist dann wieder eine außerirdische Realität ist. Also es spielt im Grunde genommen keine Rolle. Der Bezug zum Wahrnehmenden ist in dieser Realität oder im Objekt immer da. Und dementsprechend ist dann auch ein Zusammenhang in den verschiedensten Ebenen, in der Breite, horizontal wie vertikal, durch die möglichen Interessen. Also man möge sich da nur die Querylist von irgendeiner großen Suchmaschine anschauen, was die Leute alles interessiert. Es sind tagtäglich an die Hunderttausenden von verschiedenen Interessen, die da abgefragt werden. Also was dann auch noch die Interessen untereinander mit sich gemeinsam haben, da sind sämtliche Algorithmen damit beschäftigt, um ja möglichst zielgenau die Werbung unterzubringen. Und in dieser Hinsicht bedeuten so vereinzelte Termini oder an sich definierte Begriffe, in denen der Bezug abgeschnitten ist, der ist für so einen Programmierer völlig uninteressant. Und nicht nur für so jemanden. So objektivistische Definitionen sind nur in einem ganz bestimmten Interesse von Vorteil. Und zwar, wenn damit der Verstand, das Denken von Leuten in ganz bestimmter Art und Weise manipuliert werden kann. Und genau das ist der Zweck von dieser Art von Wissenschaft, um so etwas wie einen religiösen Glauben an eine nicht existierende Allgemeingültigkeit aufrechtzuerhalten. Den Glauben an eine höhere Rationalität und Vernunft, unter deren Schirm dann die alleingelassenen, von Gott und König alleingelassene Bevölkerung dann wohl behütet ist. Und sowas. Also keinen anderen Zweck hat diese Art von Geistesbindung, sage ich mal.
nicht. Gut. Dann die Nummer 32, nochmal ein Hinweis auf die Zweckmäßigkeit. Ist jetzt, bleibt bei der Behauptung hier, aber es gibt eigentlich keinen anderen logischen Schluss, was den Sinn und Zweck, muss ich schon wieder sagen, was den Sinn oder die Funktion von Begriffen also wenn es keine absolute Wahrheit gibt, dann erfüllt die Sprache einen bestimmten Zweck. Ich meine, den würde sie auch erfüllen, wenn es die absolute Wahrheit gäbe. Aber wenn es keine absolute Wahrheit gibt, keine objektiv allgemeingültige Wahrheit, dann erfüllt die Sprache auf jeden Fall nichts anderes als einen bestimmten Zweck. Und zwar eben den, der verfolgt wird. Und wenn es der Zweck der Erkenntnis ist, dann ist es eben, hat man es auf so eine Erkenntnis abgesehen. Ich muss jetzt mal auf die Uhr schauen, ich habe die Uhr nicht gestellt. Und jetzt stehe ich natürlich voll auf dem Schlauch, weil ich keine Ahnung habe, wie lange ich schon unterwegs bin. Aber wirklich keine Ahnung. Ich müsste... Ja, hier, hallo, ich habe ja hier die die Aufzeichnungszeit von OBS, 17 Minuten, roter Punkt, klar ersichtlich, da müsste ich dann immer drauf schauen, aber das mache ich jetzt nicht. Da gebe ich mir jetzt noch 15 Minuten in der Zeit und mache dann schnell Schluss, weil das dann schon 32 Minuten wären. Aber anders kann ich das hier nicht einstellen. Ja, sowas. Hätte ich auch nicht gedacht. Knapp die Hälfte der Zeit. Gut. Und das war das Stichwort, um die geheimnisvolle Nummer 33 in Angriff zu nehmen. Zitrone und Berg. Also, ein Begriff wie Zitrone oder Berg repräsentiert, da machen wir wieder Action, weil ich das überhaupt nicht mag, diese Repräsentationen. Das, wenn ich schon lese, da kriege ich schon Zustände. Als ein Etikett, er repräsentiert als ein Etikett eine Fülle von Merkmalen der Größe, Härte, Schwere, Oberflächenbeschaffenheit, was du willst und Zweckdienlichkeit. Im Begriff werden Erfahrungen registriert, um jederzeit auf Abruf zur Verfügung zu stehen. Und das ist der Punkt dann auch, was die Bedeutung von irgendwelcher Begriffe angeht. Die sind abhängig, die Bedeutungen von den speziellen Erfahrungen, die dann jemand mit so einem Begriff verbindet. Und so unterschiedlich wie diese Erfahrungen sind und damit auch die Begriffe gefärbt, in ihrer Anwendungsweise und in ihrer Kompatibilität mit anderen Begriffen, so viele verschiedene Bedeutungen von Wörtern gibt es dann auch. Und in diesem Sinn ist eine vernünftige oder sinnvolle Unterhaltung, Diskussion oder Auseinandersetzung oder wie auch immer man das nennt, wenn zwei Menschen miteinander sprechen, die
zu erklären, was man mit einem bestimmten Begriff meint. Also eigentlich nur Begriffsklärung. Begriffsklärung. Im Sinne von Konfuzius, was er wollte, wenn er die Macht hätte, die Klärung der Begriffe. Also das ist auch ohne Macht, beziehungsweise das ist die Macht der Menschen, ihre Begriffe klar zu haben und damit auch ihr Denken benutzen zu können. Weil die meisten, jeder Mensch, der abhängig ist von der Definition eines Begriffs, die ein anderer vorgenommen hat, ist abhängig von diesem. Bin ich schon wieder, heute bin ich gut im Ton, muss ich sagen. Wisst ihr jetzt aber nicht, was mich heute, im Besonderen genervt hat, dass ich mich hier fast schon abreagieren muss. Egal. Also, diese Begriffe sind eben zweckdienlich. Und wenn man sich den Rucksack an, Rucksack ist zu wenig, diesen Rattenschwanz ist schon wieder negativ, was die gendermäßig die Ratten angeht, habe ich wieder die Rattenlobby am Hals. Was da halt alles in so einem Begriff in petto ist, jede Menge, kann ich nur sagen, jede Menge. Und damit auch jede Menge Meinungsverschiedenheiten, Konfliktpotenzial. Jetzt bei so Zitrone weniger, anders als zum Beispiel Klimawandel. Da, was gibt es da, was kann man da nicht alles drunter verstehen? Und so dergleichen. Aber im Grunde genommen ist eben jeder Begriff, nicht nur der Klimawandel oder irgend sowas Komplexes, jeder Begriff, es ist nur das Interesse, weil niemand eben ein Interesse hat, dem Ganzen genauer auf die Sprünge zu gehen. Meistens nur, wenn es Schwierigkeiten, Konflikte gibt, dann muss man notwendigerweise analysieren. Aber was jetzt in einem ethischen Sinn, auch in einem ästhetischen Sinn, sollte niemand Begriffe gebrauchen, von denen er sie eigentlich keinen Begriff, selber keinen echten Begriff gemacht hat. Also im Grunde genommen gar keine Ahnung hat, nur einen Begriff gebraucht, weil man den irgendwo gehört hat und dann gebraucht man den eben auch und meint, ja, jeder andere oder andere würden das dann eben auch so verstehen und so Larifari verschenkt man im Grunde genommen sein geistiges Potenzial auf diese Art und Weise. Weil man nur nachplappert, was andere einem vorplappern. Es kommt die Nummer 34. Da wird genau dieser Punkt aus der 33 nochmal mehr auf den Punkt gebracht. Und zwar ist jedes einzelne Wort im Grunde genommen eine ganze Theorie. Nicht nur Liberalismus und Sozialismus oder irgendwelche Ismen sind Theorien. Empirismus, um da auch andere Richtung zu nennen, sind Theorien beschrieben, sondern wie
das Wort Wahrnehmung. Das ist eine ganze Theorie. Da können sich sämtliche psychologische Schulen versuchen sich da dran, ohne irgendwie in Übereinstimmung zu kommen. In der ganzen Richtung. Bewusstsein, Vorstellung, was gibt es da nicht? Es gibt es zwar nicht, aber was wären da alles für Theorien möglich, weil sich niemand wirklich darauf kapriziert. Die Vorstellungen, die sind halt irgendwo in der Psychologie und so mit drin, und da ist dann auch in der Psychologie auch Urteilstheorie mit drin. Das meiste ist gar nicht wirklich ausgearbeitet. Und was mich am meisten stört daran, ist, dass es keine ordentliche Geltungstheorie gibt. Also was es den Begriff der Geltung angeht in den verschiedensten Richtungen. Das wären für mich so Doktorarbeiten philosophischer Hinsicht oder was jetzt die Logik angeht oder auch in soziologischer Hinsicht, das wären für mich Doktorarbeiten. Da mal für Schwung zu sorgen in der Richtung. Und dann gibt es auch in Rechtsjurisprudenz, Geltungstheorie, was da alles, Legitimationstheorien, was da alles dranhängt, da ist im Grunde genommen tote Hose, was das angeht. Da kümmert sich niemand drum, weil das heiße Eisen sind. Da wird dann alles Mögliche in Frage gestellt. Aber so ist es eben. Die Theorien in Angriff genommen, wo möglichst alles so bleibt, wie es ist. Ungefährlich. Und man zwar Kritik, die ist, jede Menge Kritik ist erlaubt, aber sie darf halt nichts verändern. Gut. Einer geht noch rein. Marshall McLuhan, der mit The Media is the Message ist das, mit seinem Ende des Buch Zeitalters von 1968 vorhergesagt. Das Ende des Buch Zeitalters. Und was wird noch gedruckt an Büchern? Tablets werden gedruckt. Marshall McLuhan, Casual View and Head Buried in the Sand. There's Howard Hughes in blue suede shoes, smiling at the major, smoking Winston cigarettes. Wer kennt das? Genesis ist das. Fly on a windshield. Je genauer die Wörter sind, desto größer, ungenauer, verfluchte Unzucht, weghören, blieb, mache ich einen Blieb drüber, wenn ich mal die Zeit merken kann, 29:16. Ungenau, jawohl, ich bin im verkehrten Programm hier, ungenau. Hoffentlich nichts verrückt. Desto größer ist die Delegierung, einfach deshalb, weil sie dann auf mehr Einzelfälle angewendet werden können. Dies ist das einzige wichtige Charakteristikum der Wörter in einem Gesetzesentwurf und einer Rechtsinterpretation. Also hier haben wir wieder so einen Sinn und Zweck des Ganzen, worauf das Ganze hinausläuft. Also ungenauer die Wörter, das heißt nichts anderes wie allgemeiner die Wörter. Und damit je allgemeingültiger, sprich objektiver in der Hinsicht, desto größer ist die Delegierung.
Also kann man diese Wörter für alles Mögliche gebrauchen dann. Und das ist auch das Moment des Populismus, dass dann alle möglichen Leute sich angesprochen fühlen. Da habe ich da einen Kommentar zu David Crockett's Last Words, und da schreibt einer: Es lebe die Republik, also auf Englisch ein Republikaner. Was soll ich da sagen? Das ist, ich teile zwar den Rest der Meinungen dieses Menschen nicht, aber in dem Fall kann man das stehen lassen. Weil dieser Davy Crockett eben in seinen, wenn es überhaupt stimmt, in seinen letzten Worten dann eben noch blieb, auf seine Mörder geschissen hat, sozusagen. Also, es ist sehr von Vorteil, mit so Pauschalbegriffen, solange das niemand hinterfragt, solange da niemand Aufmerksamkeit hat, darauf verwendet, was dann Rechtsinterpretation angeht. Aber da braucht man dann eben die Paragraphenhengste, die ein Geschäft daraus machen, wo du dann als Laie verloren bist in diesem ganzen Paragraphenkauderwelsch. Aber das soll es jetzt gewesen sein. Wir machen weiter mit der Nummer 36. Und nicht vergessen, Missbrauch der Worte. Riesenschwindel. Peace und out.